Wir haben eine sehr gute Frequenz, vor allem von der Qualität auch. Wir haben sehr businessorientierte, gute, zukunftsorientierte Gespräche mit sehr wichtigen und guten Händlern und sind somit sehr zufrieden, wie auch die Kollektion angenommen wird, aber vor allem auch die Accessoire-Abteilung von morgen, die wir ja vorstellen hier, einerseits konzeptionell mit der neuen Kollektion, aber auch konzeptionell, wie sie dann auf der Fläche präsentiert werden kann, auf der Außenfläche in unserem Pop-Up-Concept-Store, was extrem gut angenommen wird und wo wir sicherlich sehen, wie kann die Accessoire-Abteilung morgen ausschauen, und somit ist das sehr gut angenommen worden. Gesucht, ich glaube, viele Fragezeichen sind eigentlich so von den Einkäufern oder vom Handel. Wie schaut die Accessoireabteilung von morgen? Und ich glaube, wir haben die Antwort gegeben dafür. Und zwar ist es so, dass man einfach sagt, nur ein Schal und Tuch, das ist schön, das können auch viele, aber ich glaube, das Weitere dann, das Ganze auch als Konzept darzustellen, das ist das, was wir Ihnen geboten haben und was auch positiv angenommen worden ist. Von A bis Z, es ist immer sehr partnerschaftlich, auf Augenhöhe, sehr kreativ. Was wir auch lieben ist, dass sie auch auf unsere Ideen immer sehr positiv reagieren. Jetzt auch, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten gerne auch den Food-Bereich mit dem Foodtruck noch machen. Das wäre eigentlich normalerweise, nee, machen wir nicht, aber da sind die auch sehr, sehr offen gegenüber von neuen Ideen.